Michael Crichton's Jurassic Park Animated The Fate of Dennis Nedry. Jetzt sehen wir hier scheinbar, wie Dennis Nedry im Buch Jurassic Park gestorben ist. Grafisch dargestellt mit Zeichentrick-Animation, so ein Gemisch daraus. Also nicht das Video von Ali Awada, ist ein anderes Video. Lasst uns das nochmal sehen, denn da habe ich immer Bock drauf. So Szenen aus den Büchern müssten viel öfter umgesetzt werden. Es wird wirklich Zeit, dass ich endlich Blender lerne. Ich muss Blender jetzt können. Aber ich bin dabei. Ich kann Blender bis Ende des Jahres, prophezei ich einfach jetzt mal so einigermaßen. Und dann können wir damit ganz viel Quatsch anstellen. Ganz viele Szenen aus dem Buch nachstellen, eigene Was-wäre-wenn-Geschichten erstellen. Ja. Okay, fangen wir an und gucken da mal rein. 6 Minuten 8, was da jetzt so passiert. Before Steven Spielberg would direct the iconic blockbuster, Michael Crichton's original Jurassic Park novel had many terrifying and violent scenes that would be cut from the film. Never to. Ich dachte gerade, er erzählt das jetzt nur. Er erzählt jetzt, okay, also jetzt kommt noch die Animation. Oh je, war das nicht ziemlich brutal im Buch? Ja. Ja. Guck's dir an und mach dir selber ein Bild davon. Be shown to the public. Bevor wir jetzt anfangen, ganz kurz, hier wird gerade geschrieben, die war viel besser im Buch. Der Mist mit dem Kragen und Giftspucken war völlig übertrieben. Nee, tatsächlich nicht. Das hat Spielberg sogar ganz gut erklärt. Und zwar kannst du, es gibt bestimmte Momente oder Situationen, die in Büchern besser als in Filmen funktionieren. Durch das Beschreiben in Büchern, du kannst in Büchern eben sehr viel drumherum beschreiben. Du kannst die Umgebung beschreiben, du kannst das Gefühl von Menschen beschreiben. Du kannst beschreiben, wie eine Person etwas wahrnimmt zum Beispiel. Dadurch kannst du einen großen Dinosaurier in einem Buch wesentlich einfacher furchteinflößend rüberkommen lassen. Das sind Steven Spielbergs eigene Aussagen. Und er hat sich aber gedacht, er möchte einen Schockeffekt auch beim Zuschauer auf der großen Leinwand erschaffen. Und deswegen ist er auf die Idee gekommen, die ich sehr genial finde, dass der kleine Dilophosaurus, den du sofort unterschätzt, dann irgendwann seinen Kragen aufspannt und dann quasi zu einem Monster wird. Das war die Idee dahinter. Deswegen ist er im Film kleiner und hat eben diesen Kragen und im Buch einfach nicht. Und ich finde, das macht schon Sinn. Und ich kann auch bezeugen, ja, es gibt einige Szenen, bei denen es Sinn macht. Das ist mir bei Harry Potter öfter aufgefallen, dass die im Film anders waren als im Buch, weil du ein Buch einfach anders konsumierst. Du nimmst ein Buch anders wahr als einen Film. Wenn jetzt zum Beispiel ein riesiger Dino auftaucht, der fünfmal so groß ist wie du selber, dann weißt du von Anfang an, na okay, der wird halt gefährlich sein. So, und dieser Schockeffekt kommt eben dann nicht mehr. Wenn du das Ganze allerdings im Buch etwas drumherum beschreibst, kannst du damit trotz allem einen Horroreffekt kreieren. Michael Crichtons Jurassic Park. He stepped on. Außerdem kann der auch hier Gift spucken, ne? Weil du geschrieben hast, der Mist mit dem Gift spucken war völlig übertrieben. Und mit dem Kragen, der kann auch im Originalbuch Gift spucken. Das ist da auch gewesen. The accelerator and hunched forward over the steering wheel, peering through the rain-slashed windshield as he drove the Jeep down the narrow road. He was driving fast, too fast, but he had to keep to his timetable. Er liest sogar den Buchauszug dabei vor jetzt hier gerade. Da kann man das sehr schön abgleichen. Soon he should be able to see the beach and the ocean off to his left. The Dachshund's boat wasn't waiting for him at the East Dock. When Nedry got there, the whole plan would be ruined. Nedry couldn't wait very long or he'd be missed back at the control room. The whole idea behind the plan was that he could drive to the East Dock, drop off the embryos and be back in a few minutes before anyone noticed. Ja, verstehe ich, aber kannte den Dilophosaurus schon vor Jurassic Park, deswegen fand ich es zu weird. Das kann ich nachvollziehen, ja. Ist interessant, weil ich glaube, den meisten geht es wirklich andersrum. Ich glaube, den meisten geht es eher so,
dass man durch die Filme oder durch diesen Film zuallererst mit diesen Tieren auch in Kontakt gekommen ist. Aber ich verstehe dich da auf jeden Fall. Das wäre wie wenn wir jetzt einen Film bekommen würden. Den gab es noch nicht bisher. Und da wäre dann ein Plesiosaurus mit dabei in einem neuen Jurassic-Film. Und der könnte auf einmal Öl spritzen oder so ein Kram oder Öl spucken. Das wäre dann genauso seltsam. Das verstehe ich dann schon. Dass das ein bisschen befremdlich rüberkommt, ja. It was a good plan, a clever plan. Nedry had worked on it carefully, refining every detail. This plan was going to make him $1.5 million, 1.5 meg. That was 10 years of income in a single tax-free shot, and it was going to change his life. Nedry had been damn careful, even to the point of making Dodson meet him in San Francisco Airport at the last minute, with an excuse about wanting to see the money. Ist eigentlich auch eine relativ tragische Figur, Dennis Nedry, ne? Der ja scheinbar sich so krass verschuldet hat, dass ja nicht mal das Gehalt von Ingen ihn da hat wieder rausholen können. Und er musste das ja quasi eingehen, diesen Deal, um sein normales Leben weiterhin führen zu können. Actually, Nedry just wanted to record his conversation with Dodson and mention him by name. Gillette. Geil. Das ist dann das Remake von Jurassic Park. Und Gillette. Name on the tape. Just so that Dodson wouldn't forget he owed the rest of the money, Nedry was including a copy of the tape with the embryos. In short, Nedry had thought of everything, except this damn storm. Where was the damn doc? He was driving fast and he'd already been gone 5 minutes. He should have reached the East Dock by now. Had he taken a wrong turn? He didn't think so. He hadn't seen any forks in the road at all. Then where was the doc? Only feet away from... Stimmt, genau. Im Buch ist er nämlich auch nicht mit dem Fahrzeug irgendwo runtergefallen. Im Buch war diese Absperrung auf einmal da gewesen. In the concrete barrier, Nedry sighed in relief. He'd obviously taken a wrong turn somewhere. He could retrace his steps, but that would take too long. He'd better try and find out where the hell he was. The river? He was at the jungle river? Damn, he thought. At the river where? The river ran for miles through the island. He looked at his watch. 7 minutes gone. Müsste er nicht aber eigentlich auch nur dem River, dem Fluss folgen? Um herauszufinden, wo die Docks sind? Nee, ne? Ist eigentlich Quatsch. Die Docks könnten ja auch oben sein. Wenn das Wasser einmal komplett durch die Insel durchfließt, könnte das an beiden Seiten sein, die Docks. Ja, okay. You have a problem, Dennis. Time had run out. There wasn't a choice anymore. He had to abandon his original plan. Ich kann das auch. Nedry paused. That didn't really sound like an owl. It sounded like something big. Something near. A big dinosaur. Get out of here. It was already there. War der Dilo im Buch nicht viel größer als im Film? Doch, doch, im Buch war der akkurater zur Wissenschaft. Also der wurde ja bis zu 6 Meter lang, glaube ich. Ja, der ist hier noch so groß. Also der ist hier noch 6 Meter lang, nicht hoch, sondern lang. Und hat hier auch keinen Kragen. Kann aber trotz allem Gift spucken. Was aber auch im Buch, meine ich, erklärt wird. Wegen ne, DNS-Vermischung und so ein Kram. Und da hast du jetzt halt dann im Film diese Szene, wo Dennis Nedry auch noch den Dilophosaurus so ein bisschen verarscht mit dem Stock, wo er dann auch meint, kein Wunder, dass ihr ausgestorben seid. Das soll natürlich alles
dafür sorgen, dass der Zuschauer den Dilophosaurus im Film immer weniger ernst nimmt. Damit dann dieser Schockmoment noch ein bisschen krasser kommt, wenn er dann eben auf einmal wirklich diesen Kragen aufspannt und dann eben zu dem Monster wird. Und ich verstehe das schon. Ich finde, das ist schon im Film genial gelöst. Ich würde das hier auch inzwischen mal gerne sehen. Ich hätte mich so unfassbar gefreut, wenn sie anstatt Jurassic 7 eine Jurassic Park Netflix-Serie angekündigt hätten, die nach dem Buch ist oder so. Das wäre viel geiler gewesen. Das wäre echt cool. Spit. The animal had spit on him. Jesus, it was disgusting. Ja, und das ist im Buch ist das aber so eine lähmende Flüssigkeit. Obwohl im Film wird das, glaube ich, auch sogar so beschrieben, dass die auch für so bestimmte, für so Taubnis an den Stellen sorgen kann, die eben berührt, dieses komische Gift. Nedry felt a sudden excruciating pain in his eyes. He felt the foam dripping down his face. The dinosaur had spit in his eyes. Nedry knew the animal was coming closer, and despite the pain, he forced his eyes open, but he still couldn't see anything. Und auch das zum Beispiel, das kannst du, finde ich, man hört es ja auch gerade, wie er das vorliest, das kannst du einfach besser beschreiben, als einfach nur zeigen, dass er quasi gerade gar nichts mehr richtig sehen kann. Und du jetzt quasi das gesamte Beschreiben im Buch aus seiner Perspektive liest. Das wäre im Film halt sauöde. Da würdest du einfach nur sehen, wie alles verschwommen war, so wie jetzt hier eben gerade. Und dann wäre auch schon wieder alles vorbei. Das heißt, hier ist halt ganz clever gemacht, dass er nebenbei auch noch vorliest, was passiert. Das hättest du aber im Film nicht so umsetzen können. He was blind. The animal was moving closer now. He could feel it moving closer. But he couldn't see it. So würde man das dann im Film ungefähr sehen, nur ohne das Voice-Over noch. Das wäre halt ein bisschen lahm. Man müsste es dann quasi von außerhalb von Dennis Nedry zeigen, das könnte man eben dann machen. Dass er vielleicht nicht sehen würde, wo der Dilophosaurus gerade ist und würde sich irgendwie verstecken wollen nochmal. Und dann kommt dann eben gleich der bekannte Schnitt, der jetzt dann gleich sehr brutal sein wird. Also Achtung, wer sowas nicht sehen kann, ich glaube gleich gibt's Innereien. He couldn't see. And his terror was extreme. Sieht man's? The animal had torn him open. His guts had fallen out. Ja. Aber er hat ein Stück vom Text weggelassen im Buch, weil im Buch wird nämlich noch erklärt, dass Nedry zuallererst diesen Schnitt überhaupt nicht so richtig gemerkt hat. Und dann wollte er mit den Händen gucken, was an seinem Bauch passiert ist. Und dann wird er so beschrieben, dass er dann auf einmal etwas Warmes in der Hand hielt. Bis er dann irgendwann gerafft hat, dass das wirklich seine eigenen Innereien waren. Diesen Teil hat er gerade rausgelassen aus dem Buch. Der war nicht vorgelesen worden. And now there was a new searing pain on both sides of his skull, and Dennis knew the animal had his head in its jaws. And with the horror of that realization, there came a final wish. That it would all be ended soon. Hui. Das hat schon in sich gehabt, finde ich. Gerade zum Schluss dann eben noch, wo man sich dann wirklich fragen muss, bei allem, was Nedry gemacht hat, hat er das wirklich so verdient?